Ich kenne den Mann nicht. Tolle Uhr. Wie kommt man an sowas? Harte Arbeit? Tun Sie doch wenigstens kurz so, als wären Sie auch geistig anwesend, ja? Mirko Frei, gerade 19 Jahre. Seit dem Übergriff auf dem linken Auge blind und Fußballprofi wird er mit den beiden Kniescheiben auch nicht mehr. Ich verabscheue Gewalt. Macht man sich auch nur die Klamotten dreckig. 3. März 0:48 Flora Park. Waren Sie um die Zeit in der Nähe? Herr Seele, wie Sie wissen, habe ich diese Frage alle schon mal beantwortet. Oder einer Ihrer Mitarbeiter, den Sie bezahlt haben, sich die Klamotten dreckig zu machen? Nein. Mirko Frei hat Drogen verkauft auf eigene Rechnung an Ihrer Firma vorbei. Sieht er deswegen jetzt so aus? Das ist eine interessante Frage. Und nochmal, 3. März, Flora Park, 0:48 Uhr. Zeugen haben Ihren Wagen am Osteingang gesehen. Jetzt brauchen Sie schon Hilfe. Ihr Geschäftsführer Jürgen Sobotka, der wurde ebenfalls... Wissen Sie, womit meine Importfirma richtig Geld macht? Mit Mode für kleine Mädchen. Kleider, Ballerinas. Die Türken können gar nicht genug kriegen davon. Gut, Sie haben ja sicher auch noch viel zu tun, ne? Betäubungsmittel verticken, Kleindealer einnorden. Bitte. Hauptsache, ihr beiden hattet euren Spaß. Hättest wenigstens mal nachhaken können bei Sobotka. Mir beispringen vielleicht? Da hätte ich dir doch gar nicht drauf geantwortet. Auf so Typen musst du dich einlassen. Das ist echt nicht witzig, Mathis. Wie gesagt, der Junge ist 19 und auf einem Auge blind. Das nächste Mal leitest du die Befragung, dann sitzt da bestimmt ratzfatz in Untersuchungshaft. Überhaupt keine Gedanken über die Ernährung. Also natürlich achten wir da drauf. Und das gibt's nicht. Der kommt nie zu spät. Ich weiß. Verstehe ich auch nicht. Ja. Trainer? Das sind Viktors Sachen. Sieht aus wie Blut, oder? Sag mal, hast du das eigentlich in der Schule auch gemacht? Was? Rudern. Gabst du das gar nicht? Mein Leben bestand schon immer nur aus Rudern. Na los. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich beim Laufen verletzt. Meistens kommt er ja schon vor dem offiziellen Training her. Wenn er sich beim Laufen verletzt hätte, dann würde er doch ans Handy gehen. Irgendwas ist da passiert. Wann haben Sie ihn zuletzt angerufen? Das letzte Mal vor 3 Minuten. Wissen seine Eltern schon Bescheid? Nein, noch nicht. Mutter hatte keine mehr. Sein Vater, der arbeitet so schichtweise. Also auch mal nachts. Ist sie seine Freundin? Nicht seine. Eine Freundin. Wir hängen alle viel zusammen ab. Ja, Xenia ist meine Tochter. Also Viktor ist ein Freund von ihr. Zusammen sind sie nicht, meines Erachtens. Das ist schon komisch. Der haut einfach so ab, das ist nicht seine Art. Mailbox. Schon wieder. Hätten Sie zufällig ein Foto von ihm auf dem Handy? Weiß nicht, aber sind hier bestimmt. Claudia? Ich komme. Schau mal. Da kommt aber noch mehr. Eine P6, fake. Also auf den ersten Blick. Aber wenn die eine auf mich hält, ich würde glauben, dass das eine echte ist. Und wie geht das zusammen? Ja, handeln mit BTM, Tankstellen überfallen, Geisel nehmen. Jo, der scheint schon vielseitig zu sein. Okay, lass mal. Die gehen gleich ins Labor. Ungefähr 1,85. Er hat kurze braune Haare und ist sehr sportlich. Ach, und Wolle, wartet noch einen Moment mit der offiziellen Meldung, ja? Wir fahren jetzt erstmal bei ihm zu Hause vorbei. Ja, und die Sachen bringen wir ins Labor. Ende. Moment mal, der kommt zwei schon vor Trainingsbeginn hierher? Ja, und zwar regelmäßig, sagt der Coach. Lauftraining. Laufttraining mit einer Sturmmaske, P6, Kabelbinde und 10 Gramm Koks.
Sag mal, was ist mit dir los? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mein Knie verdreht. Manchmal geht's, manchmal auch nicht. Das wird schon wieder. Na ja, das kenne ich. Ist es okay? Ja. Herr Bossmann? Ja, bitte? Fischerpicker 21, mein Kollege Chaban. Ja? Wir suchen Ihren Sohn Viktor. Ist er zu Hause? Viktor ist beim Rudern, beim Schulsport. Herr Bossmann, Ihr Sohn wird vermisst. Wie vermisst? Seine Sporttasche wird er nie freiwillig irgendwo liegen lassen, bitte. Was ist mit ihm? Irgendwas verheimlichen Sie mir noch. Wir wissen selber auch noch nicht mehr. Jobbt Ihr Sohn neben der Schule? Jobben ist gar kein Ausdruck. Er schuftet wie ein Ochse. Ich bin Bergbauingenieur. Braunkohletagebau Lausitz. Also in meinem anderen Leben. Bis zur Wende. Danach sind wir nach Hamburg. Aber naja, sagen wir mal so, meine Qualifikation war hier nicht so gefragt. Arbeite jetzt in einer Reinigungsfirma. Da bleibt nicht viel für Taschengeld. Und was schuftet Ihr Sohn? Er arbeitet als Kellner in einem Restaurant. Bin nie da gewesen, aber es soll sehr schick sein, sagt er. Herr Bossmann, fällt Ihnen ein Ort ein, wo Ihr Sohn sein könnte? Freunde, Familie? Ich bin seine Familie. Hören Sie mich! Schlecht zu fühlen um die 80. Ich lege einen großen Zugang. Okay. Machst du zwei Ringer fertig? Mach ich. Ich sollte auch nach ihm suchen. Ich weiß allerdings gar nicht, wo ich... Sie bleiben am besten hier, falls er sich meldet. Peter 21-3 für Peter 21. Peter 21-3, Anton hört. Die Kollegen vom PK 16 haben sich gerade gemeldet. Der vermisste Viktor Bossmann wurde gefunden, schwer verletzt. Oh, so Gott. Vermutlich nach Schlägen oder Tritten gegen den Oberkörper. Bereits auf dem Weg ans IKH, die Kollegen sichern den Fundort und das Fahrrad. Gut, wir sind gerade in der Wohnung des Vermissten, der Vater ist auch da. Das verstanden. Schläge und Tritte von mir, was soll das heißen? Herr Bossmann, wissen Sie, ob Ihr Sohn in letzter Zeit Ärger hatte mit jemandem? Mein Sohn hat keinen Ärger, der hat er nie gehabt. Er ist beliebt, ist höflich, er hat keinen Ärger. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, ja? Am besten ist, Sie fahren gleich in die Klinik. Ja. Er ist im IKH, wissen Sie, wo das ist? Wir würden gerne seine Mails checken, ist das okay? Ja, machen Sie, was Sie wollen. Wir haben nichts zu verbergen. Ziehen Sie die Tür hinter sich zu, ja? Na, ziemlich teure Klamotten. Okay. Claudia, ich bin drin. Der Computer hat nicht mal ein Passwort. Anscheinend hat der junge Mann gar keine Angst, dass hier jemand rumschnüffelt, ha? Der war auch nicht gerade billig, der Computer. Nee, ganz bestimmt nicht. Hey, schau dir mal diesen Monitor an. Diese Dolby Surround-Anlage, diesen Flachbildschirm. Hallo? Hey, komm, das dauert jetzt aber ziemlich lange. Den nehmen wir mit, oder? Alles klar. Yes. Aua. Tarik. Von wegen, Kellner. Wir bringen einen 19-jährigen Patienten mit Abdominaltrauma, vermögen nach Schlägerei, eine Repelle und Schuppungen. Verdacht auf Leberruptur, Intubation, Wertmund ohne Pulle. Okay, ich wiederhole nochmal. 19-jähriger Patient mit Abdominaltrauma, Verdacht auf Leberruptur. Bei Eintreffen NEF bereits eingetrübt, kein A-Problem, kein B-Problem. Gab es irgendwelche Zeugen? Nee, er wurde in diesem Zustand vom Passanten gefunden. Okay, wir geben ihn erstmal rüber. Auf 3, 1, 2, 3 und rüber. Wir machen Abdomen-Sono, 6 Notfallkonserven ungekreuzt und Traumaspirale. Hm? Komm mal. Da ist jede Menge freie Flüssigkeit. Er muss sofort ins CT. Ja. OP-Bereitschaft herstellen. Viktor,
Viktor. Ich bin der Vater, ich bin Eugen Bossmann, ich fahre mit. Gehen Sie bitte raus. Kommen ich Sie. Ich bin Eugen Bossmann, ich bin der Vater, ich kann auch mitfahren. Er muss in den OP, kommen Sie bitte. Jetzt fassen Sie mich nicht so an. Jetzt kommen Sie. Ich gehe schon. Keine Akte, Viktor Bossmann. Es liegt nichts gegen ihn vor. Okay. Gibt's schon was Neues aus dem Labor? Ich denke, vor heute Nachmittag werden wir da nichts hören. Hoppala. Also mein Tipp ist Speed oder Koks. Und? Gut. Gibt ja kaum noch vernünftiges Zeug in Hamburg. Aber sag mal, einen kleinen Dealer mit einer Spielzeugpistole, Kabelbindern und einer Sturmhaube? Tja, der Anfang von einer wundervollen Karriere. Gibt's Augenzeugen? Ich habe gerade einen Aufruf gepostet. Ich meine, der muss doch irre Schmerzen gehabt haben, ja? Und dann fährt er von da weg, anstatt einen Notarzt zu rufen, in die Hafen City? Ja, der hat sich da in eine Scheiße geritten. Ich meine, kein Geld zu Hause, hängt nur mit reichen Kids zusammen. Der will natürlich mithalten können, ne? Tja, Fall gelöst. Du bist ja mal wieder fix. Claudia, was glaubst du eigentlich, wo der hin wollte? Bescheid sagen, dass er heute nicht kellnert? Die verticken Drogen in diesem Park wie in jedem Hamburger Park. Der geht ja nicht zum Joggen hin. Der baut sich da ein Business auf. Uhlenhorst und Kokain? Das passt. Also von der Einkommensstruktur her, meine ich. Also ein Prügelopfer im Park, Drogen, ein junger Kleindealer, der abgestraft wird. Klingt verdammt ähnlich wie der Fall Mirko Frey. Schon wieder kostet schon seine Truppe? Aber sag mal, wozu braucht der Kabelbinder eine Spielzeugpistole, wenn er im Park nur dealt? Motto-Party im Ruderclub? Bewaffneter Raubüberfall, zündet die nächste Stufe. Sein Vater, weiß der irgendwas von den zauberhaften Aktivitäten seines Söhnchens? Kann ich jetzt bitte zu ihm? Ich bin immerhin sein Vater. Und dann? Wollen Sie mitoperieren? Soll das ein Witz sein? Herr Bossmann, ich verstehe ja, dass Sie besorgt sind, aber versuchen Sie doch mal so ein bisschen zu entspannen. Hm? Ist ja schön, dass Sie da sind. Keiner will mir sagen, wie schlimm es um meinen Sohn steht. Wissen Sie schon irgendwas? Was sind das für Schweine? Wer tut sowas? Wissen Sie, ob Ihr Sohn mit kriminellen Geschäften zu tun hat? Bitte? Ja, ob er mit Drogen handelt. Wie kommen Sie denn darauf? Wir haben verdächtige Substanzen in seinen Sachen gefunden. Außerdem eine Schreckschusspistole und eine Sturmmaske, die man oft bei Überfällen nutzt. Drogen und eine Pistole? Ja, und knapp 3000 Euro haben wir in seinem Rechner gefunden. Bei meinem Sohn? Ja. Vor ungefähr 3 Wochen gab es einen ähnlichen Fall. Ein junger Mann wurde im Florapark brutalst zusammengeschlagen. Also, Herr Bossmann, wenn Sie etwas wissen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, es uns zu sagen. Was sollte ich denn da wissen? Viktor tut so etwas nicht. Das ist absolut ausgeschlossen. Es gibt keine Augenzeugen. Wir sind auf jeden Hinweis angewiesen. 3000 Euro? Ja. Xenia, du musst mir auf den Schlag achten. Und gib das nächste Mal mehr Druck auf die Blätter. Also das Ganze ist noch optimierbar, Mädels. Und wenn die Generalprobe nicht läuft, klappt sie meistens bei der Premiere. Hast du noch irgendwas anderes im Kopf? Juckt dich ja nicht, dass Viktor weg ist. Das bisschen Blut im Gebüsch, so what? Das ist jetzt unfair, Xenia. Natürlich mache ich mir Sorgen, aber ich habe hier noch einen Kurs zu betreuen, verdammt nochmal. Ja, schon klar. Aus dem Vierer ist Viktor ja eh raus. Warum auch immer, dein Geheimnis, Trainer. Hey, ich verbiete mir diesen Ton, ja? Du führst dich auf, als wärst du... Ja, Trainer statt Papa. Es ist ihre Art von Protest. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn der eigene Vater zugleich auch Coach ist. Sind Sie Sportlehrer am Leibniz-Gymnasium? Nein, ich mache das Ganze hier ehrenamtlich. Ja, Rudern ist meine Leidenschaft. 88 in Seoul, da wäre ich beinahe im Olympiateam gelandet. Herr Kessler. Ich bin Unternehmer, alter Familienbetrieb, deshalb kann ich mir meine Zeit einteilen. Haben Sie Ärger mit Viktor? Ich schätze ihn. Sehr. Naja, er kommt ja nicht gerade aus reichen Verhältnissen. Was sowieso besser für deinen Charakter ist. Er ist wahnsinnig ehrgeizig, diszipliniert, anständig, bescheiden. Eigentlich ist er mein bestes Pferd im Stall. Kräftemäßig, von der Technik her, mental. Aber? Ich weiß auch nicht. In letzter Zeit hat er einfach massiv nachgelassen. Auch was die Noten in der Schule angeht. Plötzlich geht es nur noch ums Geld. Klamotten, die neueste Smartwatch. Naja, er will mithalten. Ja, es mag ja sein, aber ich hätte ihn trotzdem für reifer gehalten. Wissen Sie, woher Viktor das viele Geld hat? Ja, keine Ahnung, das wüsste ich auch gerne.
Haben Sie wirklich keine Ahnung oder wollen Sie ihn einfach nur nicht belasten? Das ist Schwachsinn. Victor ist der Megasportler, der trinkt nicht mal. Ich meine, der hasst Drogen. Victor ist im Krankenhaus. Klingt voll schlimm. Wie schlimm? Was passiert? Ich habe nicht gefragt, ob er konsumiert, sondern ob er verkauft. Was? Drogen? Das ist absurd. Victor vertickt nicht. Okay, er kellnert also, ja? Und wo? Hafen City? Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, wo denn dann? Weiß ich nicht. Wer war denn das? Haben Sie einen Verdacht? Wie, wer war denn das? Hab ich gesagt, dass das jemand war? Kann ja auch ein Unfall gewesen sein. Ja, da war Blut im Gebüsch und die kaputten Kopfhörer. Ich meine, das passiert ja nicht, wenn man blöd stolpert, oder? Moment mal. Ihr rudert zusammen, seid befreundet, wisst aber nicht, wo ihr kellnert. Komisch. Ist aber so. Jasmin hat angerufen. Victor wurde mit einem längeren, harten Gegenstand verprügelt. Sowas wie ein Baseballschläger. Und Mirko Frei wurde auch mit einem Baseballschläger verprügelt. Ja. Es sind schon einige Parallelen. Ja. Oh, Baby. Ja. Sag's mir. Komm. Ja. Bist du schüchtern? Oh. Wow. Typischer Jungscomputer. Games, Hip-Hop, Basketball. Rudern und jede Menge Pornos. Aber keine Hinweise auf Drogenkonsum oder Verkauf. Nichts Verdächtiges. Ja, Baby. Oh. Ja. Oh. Wow. Victors Computer. Oh. Mann, Mann, Mann. Gibt's inzwischen irgendwelche Zeugenaussagen? Nee. Aber Kommentare. Scheiß Dealer, sollen die sich doch gegenseitig erledigen, findet X-Man 45. Jeder kriegt, was er verdient. Diese Weisheit schenkt uns Powerfrau, Power mit AU. Und das alles auf der Social-Media-Seite der Hamburger Polizei. Die haben ja vor nichts mehr Respekt. Was ist mit dem Labor? Haben sich noch nicht gemeldet. Da wird ja wohl kein Puderzuckerröhrchen sein. Der Trainer behauptet, dass er nicht weiß, wie Victor sein Geld verdient. Mein Eindruck war, er hat einen Verdacht, aber er will nichts sagen. Er scheint ihn sehr zu schätzen. Ich meine, vielleicht will er ihn einfach nicht belasten. Ist das Drogenscreening schon durch? Ja, Victor selber ist clean. Er hat Top-Blutwerte. Okay. Also, Konflikt wegen BTM ist unser Szenario Nummer 1. Aber das hier, das behalten wir auch im Auge. Wutbürger und selbsternannte Aufräumer. Mathis, kommst du mal kurz? Melanie hat mir das Vernehmungsprotokoll zugeschickt. Heute Morgen, Kostic. Sie sieht da einige Parallelen zu dem Vorfall am Ruderclub. Ich zitiere mal. Na gut, Sie haben ja sicher auch schon noch was zu tun. Betäubungsmittel verticken, Kleindealer einordnen. War ja eine launige Befragung, ne? Kostic steht seit mittlerweile über 5 Jahren im Fokus der Ermittlungsbehörden. Kripo, Drogenfahndungen, mehrere PKs, alle ergebnislos. Der Mann, der mauert. Und heute Morgen war es mehr als deutlich, dass er sich mir gegenüber auch nicht äußern würde. Ja, einige wichtige Fragen hast du ja gar nicht gestellt. Hat auch nicht darauf geantwortet. Das ist doch kein Grund. Bei einem Typ wie Kostic und seiner Armada von Anwälten erwarte ich von meinem Team 100%. Mindestens. Herr Bosmann? Ihr Sohn ist außer Lebensgefahr. Gott sei Dank. Er hatte einen Leberriss. Zunächst gedeckt, deshalb konnte er noch wegfahren, aber dann kam es zum Riss der Kapsel und damit zu starken Blutungen. Ach, meine Güte. Er hatte Glück, dass er so schnell gefunden wurde. Alle anderen Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Hier. Aber nur kurz, ja? Hey, Rosa. Was machst du bloß, Junge? Was ist denn passiert heute Morgen? Ich weiß nicht. Ich bin früher los, meine 10 Kilometer laufen lang. Ja. Und denen kam einer mit Maske. Heben Sie sich bitte Ihre Fragen für später auf. Ja, ja, klar. Ja, verstehe schon. Und dann? Ich bin aufgewacht und es hat wehgetan. Ja, wo bist du denn hingefallen? Warum hast du keine Hilfe geholt? Herr Bosmann, Ihr Sohn braucht jetzt Ruhe. Ja, verstehe schon. Victor,
Warum versteckst du Geld in deinem Zimmer vor mir? Victor, in deiner Tasche wurden Drogen und eine Pistole gefunden, eine Maske. Victor, was verheimlichst du mir? Warten Sie bitte draußen, Herr Bossmann! Gefängnis. Über das neue Hemd, wirklich? Ja? Über die neuen Schuhe. Aber wenn das Geld aus kriminellen Machenschaften stammt. Kostüme. Raus. Motorrad. Tut mir leid, Junge. Ich muss doch aufwissen, was passiert ist. Herr Bossmann, gehen Sie mal eine Runde um den Block. Das war keine Bitte. Kleinen Moment. Ja? Ja gut, ich warte. Und das können Sie persönlich bestätigen? Alles klar. Danke. Tschüss. Also es gibt immer noch keine Zeugen, aber dafür jede Menge Hater. Hier unter dem Hashtag wütende Eltern. Ihr Opfer ist bestimmt ein Junkie oder Drogendealer. Also sparen Sie sich den Aufwand und sorgen Sie lieber dafür, dass unsere Kinder wieder in Parks joggen können, ohne von diesen Dealern angesprochen zu werden. Okay? Das klingt gar nicht gut. Ja, wir melden uns wieder. Victors Zustand hat sich verschlechtert. Lebensbedrohlich verletzt, hoffentlich mit bleibenden Schäden. Dann hören die Scheißdealer vielleicht endlich mal den Schuss. Hört sich aber nicht nach einem Rechtsstaat an, oder? Ja, laute Ermittler da draußen und alle schlauer als die Polizei. Da können wir ja gleich in Vorruhestand gehen. Was ist mit den Mitschülern? Also Fabian Frenz und Sinni Kessner haben bestätigte Alibis. Hat Mathis irgendwas auf dem Rechner gefunden? Wo ist er überhaupt? Alles gut? Was sollte denn die Nummer mit dem Protokoll? Dass ich das Haller geschickt habe. Um ihn auf Stand zu bringen? Ja. Oder um zu petzen? Es gibt auffällige Parallelen zwischen den Fällen. Und dass ich einen Einlauf kriege wegen meiner Adlerbefragung, das war eine erwünschte Nebenwirkung? Irgendwelche Hinweise auf Victors Rechner? Nichts Verdächtiges. Ich habe Kostik nochmal einbestellt. Ist doch klasse, ist der Fall ja gelöst. Wenn du keinen Bock hast, ich übernehme gerne. City, oder? Ja, darum bin ich hier. Sie sagten ja, Victor wurde heute Morgen dort gefunden. Normalerweise hat er da nichts zu tun. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und wer ist der junge Mann mit dem Hut? Ein Freund, sagt Victor. Den Namen kenne ich nicht. Können wir das Foto haben? Ich schick's Ihnen. Victor sagt, er hat nichts Schlimmes getan. Die Pistole und die Maske sind für ein Kostüm fest. Zwei Termine an einem Tag. Ich habe immer noch keinen Dealer verprügelt. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Einen Augenblick noch. Wem gehört der Luxuspanzer da draußen im Halteverbot? Meinen Sie denn SUV? Warum parken Sie nicht gleich hier am Tresen? Da wäre der Weg kürzer. Waren Sie das? Der meinen Sohn fast umgebracht hat? Oder warum sind Sie hier? Und Sie sind? Bossmann. Eugen Bossmann. Mein Sohn liegt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Herr Kostik, kommen Sie bitte. Soll ich Ihnen sein Gesicht zeigen? Warten Sie mal einen kleinen Moment. Und nein, ist ja nicht nötig. Das haben Sie ja selber so zugerichtet. Vor 3 Wochen ist Ihr Wagen schon einmal am Florapark aufgefallen. Dieser Luxuspanzer. An Ihrer Stelle würde ich was mit weniger Bling-Bling fahren. Wir haben schon erste Reaktionen auf den Zeugenaufruf heute Morgen. Vielleicht hat ja jemand Ihren Wagen erkannt. Unwahrscheinlich. Heute Morgen stand auch hier im Halteverbot. Da haben Sie mich schon mal befragt. Früher, Herr Kostic. Früher. Zwischen 6:30 und 8. Wo waren Sie da? Mal angenommen, ich wäre der, für den Sie mich halten. Wäre das nicht ziemlich bescheuert von mir, die Aufmerksamkeit der Hamburger Polizei so auf mich zu lenken? 2 Mal hintereinander? Die Ergebnisse vom Labor sind da. Das sind in Plastikröhrchen. Das ist weder Koks noch Speed. Das ist Babypuder. Babypuder? Ja, frag mich mal. Aber zumindest wissen wir schon mal grob, wo das hier ist. Das ist...
Straße. Und keine Minute von da ist er zusammengebrochen und aufgefunden worden. Entschuldigung, wer vertickt Babypuder? Also das würde er nur ein einziges Mal machen. Danach hätte er keine Kunden mehr. Wolf, ich glaube nicht, dass der vertickt. Aber was macht er dann? Was macht er mit diesem Krempel? Ist er schon vernehmungsfähig? Habe ich gerade probiert, keine Chance. Was mit dieser Andersenstraße? Naja, also entweder war er da schon oder er wollte gerade hin zu diesem Freund mit Hut. Wir sollten die Ruderkids noch mal befragen. Gut. Ah, Herr Bossmann, mit Ihrem Sohn, das war übrigens nur ein angekratztes Hautgefäß und Wundsekret. Das sah dramatisch aus, als es ist. Schon genäht. Also nichts Gefährliches? Oh Gott sei Dank. Ja, Ihr Sohn ist robust. Er lebt so gesund. Das glauben Sie gar nicht. Sport, Ernährung, nur Gemüse. Kein Tabak oder Alkohol. Keine bösen Kohlenhydrate oder Fette. Wobei Sie mich jetzt nicht fragen dürfen, was dabei gut und böse ist. Aber Sie sind ja die Ärzte. Wie gesagt, es wird wieder. Aber mit dem Verhör warten wir besser noch. Ne? Er braucht jetzt Ruhe. Da ist der Kaffeeautomat. Klasse und rudern zusammen. Da muss ich doch nicht jeden kennen, mit dem er abhängt. Warst du schon inzwischen in der Klinik und hast mal nach dem Viktor gefragt? Nee, aber mach ich noch klar. Hier, Hafen City, Andersonstraße, deine Preisklasse. Aber du kennst ja niemanden? Nee. Was denn eigentlich mit dieser Motto-Party? Weißt du was von der? Was für eine Motto-Party? Ich glaube, du weißt, womit der Viktor sein Geld verdient und wo das hier ist. Und dass das heute Morgen kein Unfall war, das weißt du auch. Was soll denn das jetzt? Unterstellen Sie mir jetzt, dass ich was damit zu tun haben soll, oder was? Ich bin ein Freund von Viktor. Also doch ein Freund. Außerdem, ich könnte niemanden verprügeln. Ich bin totales Weichei. Und ich war heute Morgen zu Hause. Kann das dein Mitbewohner bestätigen? Ja. Ich weiß, die Sinne steht mehr auf den Viktor als auf dich. Bin ich jetzt beim Psychiater, oder was? Das ist schon eifersüchtig auf den Viktor, ne? Das ist echt das Letzte hier. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich gehe jetzt. Wie bist denn du darauf gekommen? Schuss in den Nebel. Claudia, er war es nicht, er hat ein Alibi. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dieser Sinn hier? Ich habe mit ihr telefoniert, aber sie weiß auch nichts von dem Cowboy in der Andersenstraße. Angeblich, aber sie klang, wie soll ich sagen, defensiv, nervös. Melanie und Madison zu dieser Adresse unterwegs. Vielleicht taucht die Sinn hier da ja auf. Drogen, die keine sind? Ein Karnevalsoutfit, Hafen City, ich stehe auf dem Schlauch. Mich erinnert das an eine Sendung, die es mal in den 70er Jahren gab. Ja, da lief am Ende so ein Band und da standen lauter Objekte drauf. Bunt durcheinander gemischt und die musste man sich alle merken. Ja, der Farbfernseher, ja, das Fragezeichen. Genau, Plastikpistole, Babypuder, Kabelbinder, Fragezeichen. Nix Motto-Party, Rollenspiele. Also Kabelbinder brauche ich als Polizist, als Bankräuber, Geiselnehmer oder wenn ich jemanden ans Bett fesseln will. Also nicht ich, Mann. Oder wenn man drauf steht oder sein Geld damit verdient. Escort-Service.
Escort, 19, sportlich, empfängt in gediegener Atmosphäre in der Hafen City. Und wozu dann das falsche Kokain? Ja, eben. Für die Rollenspiele, da gibt's doch viel schrägere Fantasien, frag Wolle. Ja, frag mich. Hey, komm, Leute, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ja, warte mal, so weit hergeholt ist es jetzt wieder nicht. Er sieht gut aus, achtet auf seinen Körper. Und darum verkauft er ihn. Das Komfort, Tarek. Ja, Claudia, das ist mir schon klar, aber ich sehe nur keinen Hinweis darauf, außer einer vagen Idee. Also die Kids kommen heute schon im Grundschulalter an Pornos. Mit 19 sind die Vollprofis. Ja, ja. Und wo ist das Szenario hier? Und warum überhaupt der Übergriff im Park? Und wer war das überhaupt? War das ein Kunde, eine Kundin? Oder war sein Service so mies? Entschuldigung, siehst du Frau Palisch vom zweiten Stock? Ich habe heute Morgen ein Paket für Sie angenommen. Für Victoria X. Sind Sie das? Ich habe Sie doch eben hier reingehen sehen. Darf ich es nicht kurz abgeben? Das ist voll nett von Ihnen. Hansen, Polizei Hamburg. Entschuldigung, Sie können hier nicht so einfach reinplatzen. Ist Blut an der Klinke. Fassen Sie nichts mehr an. Frau Kästner, Sie scheinen sich hier auszukennen. Kriege ich eine Führung? Haben Sie gerade am Laptop? Brauchen Sie nicht einen Durchsuchungsbefehl? Okay, der Victor ist ein richtiger Vollprofi. Nach einem Einmannbetrieb sieht das aber nicht aus. Waren Sie da auch mit? Jetzt nenne ich doch mal eine Auswahl. Frau Doktor, Knecht Ruprecht. Für jeden Geschmack was dabei. Sogar für die Dressurnummer. Das ist kein Escort-Service. Das ist ein Porno-Label. Ich produziere Pornos mit. Online-Pornos. Warum war er hier? Er hat die Seite offline gestellt. Aus dem Netz genommen. Es läuft alles legal ab. Das können Sie überprüfen. Die Einnahmen sind versteuert. Die Darsteller sind vorjährig, werden ordentlich bezahlt. Und außerdem läuft alles, ja, safe ab. Und die Sachen in der Tasche, die Pistole und so, das ist für den nächsten Film. Reiche Studentin machen Party. Ja, mal gucken. Einbrecher durchs Fenster und. Naja, wisst ihr schon. Das klingt nach einem super Plot. Wie läuft der Vertrieb? Online-Abos. Ein Monat kostet 29,90 Euro. Ein Jahr 240 Euro. Also nur noch 20 Tacken pro Monat. Nur 20 Euro? Ja. Nehme ich direkt ein Jahresabo. Mein Vater hat halt immer gesagt, hab eine gute Idee, mach dich selbstständig. Sonst kommst du zu nichts. Ich habe sogar einen Businessplan dafür geschrieben. Ihr Vater hatte sicher andere Businesspläne mit Ihnen. Sag mal, wer hat dich eigentlich verprügelt? Und warum? Das weiß ich nicht. Es ging alles so schnell. Ich konnte niemanden erkennen und einen Grund hat er mir auch nicht genannt. Wieso lügst du uns eigentlich immer noch an? Wen deckst du? Sorry, Herr Dr. Feldkamp. Der Austritt hat etwas länger gedauert. Das geht so nicht weiter, Lena. Ihre Noten werden immer schlechter und Sie haben nichts als das Reiten im Kopf. Dafür bezahlen Ihre Eltern mich ganz sicher nicht. Wofür bezahlen meine Eltern Sie denn dann? Dafür, dass Sie was lernen. Was können Sie mir denn noch beibringen außer Mathe? Es ist so heiß hier drin, Herr Dr. Feldkamp. Darf ich meine Jacke ausziehen? Nicht nur die Jacke. Du bist doch der Cowboy von dem Foto. Wo ist denn dein Hut? Anderer Film. Hafenrodeo. Also Victory X GmbH ist ins Handelsregister eingetragen. Wohnung ist als Gewerbe angemietet. Er zahlt alle Steuern. Ist alles sauber. Sozialabgaben, Wochenendzulage? 400 Euro Jobs. Die Plots sind alle wahnsinnig spannend. Spielen auch noch andere aus dem Ruderclub mit. Alle außer Victor selbst. Vor allem Sie hier, Linie Kästner. Hat auch in den Laden investiert, ist Teilhaberin. Ja, das sind doch alles reiche Kids. Ich meine, die haben doch sowas überhaupt gar nicht nötig. Wie kann man sich so öffentlich entblößen? Ja. Vielleicht macht denen das ja Spaß. Ist der Fabian Frenz auch dabei? Habe ich noch nicht entdeckt. Aber ich bin noch nicht durch mit den Recherchen.
Ey, was ist das für ein Mensch, ey? Benutzt seine Mitschüler und Mitschülerinnen vor allem. Für so ein widerlichen Kram. Tarik, wenn das deine Tochter wäre, was würdest du mit Viktor machen? Laut Jasmin war es ein langer, harter Gegenstand. Ein Baseballschläger oder ein Skull? Skull. Ein Ruder. Papa, wir leben im 21. Jahrhundert. Sowas guckt heute jeder. Ich meine, ich verdiene doch gutes Geld. Ich spiele ja nicht selber mit. Das ist doch auch alles sauber. Es ist sauber! Wenn sie dich entlassen, kommst du bitte nicht nach Hause. Du kannst dir jetzt eine eigene Wohnung leisten. Papa! Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber behandle mich nicht wie ein Verbrecher. And we're down, we go, go. Kennen Sie dieses Video oder andere? Ja, jemand hat mir den Link zu dieser Website geschickt, anonym, gestern Nacht. Mit dem Hinweis, dass Viktor diese Firma betreibt. Ursprünglich habe ich gedacht, er hat irgendwas mit Drogen oder geklauten Handys zu tun. Herr Kästner, ich weise Sie hiermit auf Ihr Recht hin, dass Sie einen Anwalt hinzuziehen können. Das ist nicht nötig. Ich wollte ihn heute Morgen zur Rede stellen, da ist es mit mir durchgegangen. Er ist mit Ihnen durchgegangen? Der liegt mit einem Leberriss auf der Intensivstation. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, seine eigene Tochter so zu sehen. Sie haben keine Ahnung. Sie ihre Zukunft aufs Spiel setzt, wegen so ein bisschen Rebellion. Das ruiniert jedes Bewerbungsgespräch. Damit werden Sie nicht mal Reinigungskraft. Ja, Viktor hat es begriffen. Das hat er. Und ist Ihnen aufgefallen? Er selber spielt gar nicht mit. Er ist schön im Hintergrund und kassiert. Haben Sie ihm das auch so gesagt? Ja, das habe ich ihm genauso gesagt. In aller Deutlichkeit. Viktor hat nicht mal Hilfe geholt. Er wollte die Website sofort offline stellen. Sie wissen also nicht, wer Ihnen das zugeschickt hat, ja? Nein, das weiß ich nicht. Okay, und den Daumen bitte noch. Wer hat ihm denn jetzt die E-Mail geschrieben? Einer, der ohne Ansage wusste, dass das heute Morgen kein Unfall war. Der Kostic hat seinen Wagen umgeparkt, allerdings ohne Fenster. Wielandecke Meißnerstraße, kam da eine Meldung rein, als ich draußen war? Mhm. Ohne Fenster. Pflastersteinbehandlung. Polizei Hamburg. Herr Bosmann, haben Sie die Windschutzscheibe von Herrn Kostic zu Angeln geschlagen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Herr Bosmann? Kleinen Moment. Herr Bosmann. Was war das? Gruß von Chef. Ja, ich habe ihm die Mail geschickt. Aber ich konnte doch nicht an, dass der so ausrastet. Was war denn dann Ihr Ziel? Keine Ahnung. Das Viktor aufhört mit dem Scheiß. Weil Sie nicht mitmachen dürften. Ach, Quatsch. Nee, ich hätte eh nie mitgemacht. Was hatten Sie denn erwartet, wie Herr Kästner reagiert?
einen zur Rede stellt halt. Ein bisschen rumholt, klar, aber kriege ich jetzt ein Strafverfahren oder sowas? Weil Sie einen Link weitergeleitet haben? Nein. Das müssen Sie schon mit sich selber ausmachen. Sollen wir uns die nächsten Jahre jetzt so anschreiben, ja? Solange du alles brühwarm weitererzählst. Ja, okay. Vielleicht war da ein bisschen Petzen dabei. Es tut mir leid. Weil ich so gar nicht abkann, ist dieses hintenrum. Ja, Moment mal. Ich habe dich ganz offen darauf angesprochen. Ausgerechnet Haller. Du glaubst also, so klappt das in Zukunft besser mit seiner Empfehlung für den höheren Dienst, ja?